Wusste ich doch. Was? Nein. Bleibt, wo ihr seid. Oh, unsere AP-Leiste füllt sich gerade wieder. Schlecht. Okay, tot ist er. Gut, ja, ich warte mal einfach kurz ab. Achso, scheiße, ich habe gar keinen Nalkon mehr jetzt. Das wird jetzt kritisch. Okay, also müssen wir theoretisch aufs Red... Ach nein, ich habe noch Nalkon. Sehr gut. Habe ich ja dran gedacht, dass ich noch ein bisschen was aufhebe davon. Genau. So, so, so. Schlimm nicht, aber mir gefiel die deutsche Synchro von Naruto wirklich null. Für mich immer ein gutes Beispiel, wie eine Lokalisation nicht gemacht werden sollte. Okay. Ja gut, ist halt alles Geschmackssache, ne? Ich warte mal kurz, um euch nochmal zu zeigen, was passiert, wenn die AP-Leiste sich quasi gefüllt hat. Kann man trotzdem nebenbei hier schon mal Sachen einsammeln oder so, falls das geht. Du siehst etwas Red nehmen, ja. Okay. Ich habe Naruto halt nicht geguckt. Also ich habe mal eine Folge Naruto letztens aus geguckt, das weiß ich. Aber es hat mir nicht gefallen, also... mein Medikamentenkoffer ist voll. Ja, toll. Okay. Wie viel Delmetor haben wir denn eigentlich noch? Zwei nur noch. Was war das jetzt, was da? Nochmal Nalkon. Okay. Okay, wir warten mal kurz, bis der, wie gesagt, der AP-Balken voll ist. Drücken dabei mal die Knopf hier für die Tür. Die ist jetzt offen. Du hast die Rüstkammer aufgeschlossen. Ah. Und hier ist noch irgendwas. Guck mal hier. Plopp. So, okay. Die haben wir jetzt auch offen. Du hast das Chefarztzimmer geöffnet. Okay, wie gesagt, unsere AP ist jetzt voll. Und der nächste Move, den wir wahrscheinlich machen, wird dafür sorgen, dass wir sozusagen durchdrehen. Da hinten ist noch ein Knopf. Aber komme ich nicht ran. Na gut. Okay. Man sollte es eigentlich nicht dazu kommen lassen, dass der AP-Balken voll ist. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Theoretisch. Ach, perfekt. Ah, schlecht. Ich warte mal kurz. Weil wenn die Robos jetzt da sind und ich gleich AP habe, bin ich mal gespannt, was passiert. Au! Das tut weh, du Sack. Oh. Junge, das ist nicht gut. Ich muss gerade mich heilen. Okay. Ist ganz schön laut. Ist das nur bei mir so laut? Du hast eine Entbindungskapsel genommen. Ja genau, schießt euch gegenseitig ab, ihr Doofies. Ah. Oh, hier sind aber sau viele Roboter. Komm, AP. Jetzt kick doch mal rein. Au. Au. Ey, du mieser Robosack. Ah. Ich laufe einfach mal vor denen weg. Und vielleicht... Wie gesagt, es müsste jetzt jeden Moment soweit sein. Boah, sind die laut. Bleib einfach mal hier hinten. Ich bin mal gespannt, weil mit den APs heißt es ja, dass wir... Also wenn wir sie benutzen... Gegner mit einem Schlag töten können. Hat er mich jetzt getroffen? Sauerei. Okay, die haben gerade durch die Dingens durchgeballert. Okay, ich nehme nochmal so eine Kapsel. So. Okay. Aber es kann doch jetzt nicht mehr lange dauern. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kick doch endlich rein. So. Es müsste so jeden Moment soweit sein. Hallo? Mann, sonst hat das nie so lange gedauert. Achso, wahrscheinlich, weil wir jetzt... Nee, jetzt bin ich wieder Level 1. Okay, also ist das wirklich... Ah, okay. Also ist das wirklich nicht von Dauer, dieser Skip, den wir da hatten. Ah, schade. Hallo? So, okay, jetzt. Jetzt kickt's rein. Ich bin gespannt, ob wir da was machen können. Mit. Ob ich die Robos damit kaputt kriege. Jo, das geht. Wie gut. Aua. Komm her, du Blecharsch. So, okay. Robos sind geschrottet. Also wir sind jetzt quasi mehr oder weniger überladen. Also von unseren Fähigkeiten her überladen. Und deswegen, alles, was uns zu nahe kommt, wird halt einfach gegrillt. Ne?
instant gegrillt. So, und ich nehme jetzt die AP-Heilung, damit ich quasi wieder den Kram loswerde. Und uns geht's wieder gut. Super. Schön. Also, ist interessant, muss ich sagen. Also, diese Technik finde ich wirklich sehr interessant. Man muss nur wissen, was das Spiel von einem will, manchmal, ne? So, wir gehen mal in die Rüstkammer rein. In der Hoffnung, dass nicht gleich wieder neue Roboter kommen. Weil mit denen kann ich es halt nicht aufnehmen, außer ich habe halt... Oh, Scheiß! Halt, außer ich habe halt... So, sie tragen also diese Anzüge. Kann ich die irgendwie nehmen? Hallo? Ah, hier ist das Ding! Okay. Hier ist das Ding. Du hast einen zweiköpfigen Wolf. Ah! Warum sind die hier eigentlich in diesem Raum drin? Ist hier noch irgendwas? Etwas Skip. Ja. Okay. Und ich gehe dann mal wieder. Ciao. Okay, also, interessant. Skip. Hallo, Kiwi. Einen wunderschönen guten Abend. Du bist ja vom Discord, ne? Meine ich. Heißt zumindest genauso. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe diesen Stein jetzt bekommen. Und ich müsste jetzt, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Aber bevor ich zurückgehe, ich guck, glaube ich mal... Ah, da bist du. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Und danke nochmal für das, was auch immer du mir da schicken möchtest alles. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, auf jeden Fall. Und du musst mir aber dann, wie gesagt, nochmal deine PayPal-Daten oder sowas zukommen lassen und mir sagen, was du für einen Versand bekommst. Ne? Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Naja. So, okay, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Hier wollte ich jetzt aber nicht rein. Aber hier ist noch eine Tür. Ah ja, stimmt, da war die Tür, wo man nicht... Das bringt nichts. Dann muss ich nochmal auf der anderen Seite gucken. So, gehen wir auf der anderen Seite mal hinaus. So, beziehungsweise ich guck mal, ob ich da rauskomme, weil hier ist ja noch eine Tür. Wo komme ich denn da hin? War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Oder? Ach, hier sind wir jetzt. Hä, warum ist der Raum noch nicht... Ist ein anderer Raum, oder? Ist ein anderer Raum. Ah ja, okay. Sieht alles so gleich aus. Ups. So, okay. Gehen wir mal hier rein. Das ist interessant. Du siehst Bilder von zweiköpfigen Tieren. Okay. Ah ja, genau, das sind diese Dinger da. Richtig. Jetzt muss ich nur diesen Raum wiederfinden. Oh oh. Was passiert hier? Zweiköpfige Affe? Das heißt doch dreiköpfige Affe, das falsche Spiel. Schlange. Adler. Wolf. Affe. Das links ist doch kein Wolf. Also bitte. Wo ist denn das hier ein Wolf? Kann mir das jemand erklären? Wo ist das denn bitte ein Wolf? Das ist Bilder von zweiköpfigen Tieren. Das, okay. Es ist ein sehr schlecht gemalter Wolf. Okay. Na gut. Also Adler, Schlange. Nee, Schlange, Adler, Wolf und Affe. Schlange, Adler, Wolf, Affe. Schlange, Adler, Wolf, Affe. Ah, okay, können wir uns, glaube ich, merken. In Südamerika wäre das ein Wolf, aber nur ein rechts, nee, ein links drehender Wolf. Rechts rumdrehend nicht. Also definitiv nicht. So, gehen wir mal hier rein. Ah! So, kaputt. Geh weg! Ihr wollt das alle so. Ah, danke, Frau Schafi. Schlange, Adler, Wolf, Affe. Genau. Viele Stühle stehen hier. Das ist richtig. Viele Stühle stehen hier. Und du siehst etwas Nahkon. Nehmen? Ja. Welche Disc ist das gerade? Immer noch Disc 1. So weit sind wir noch nicht. Hast du es schon mal durchgespielt? Klingt so. So, ein Knopf. Du hast einen Schlüssel. Ah, Schlüssel. Was ist das? Vielleicht da irgendein Testlabor. Testlabor. Sieht aus wie ein Gerät für die Autopflege.
kann ich nicht definieren, was es ist. Eine Entmündungskapsel nehmen. Jo. Das Frau Schafi geht schon wieder auf. Geht ins Bett. Sie möchte sich nämlich keine Horrorspiele angucken. Viele Stühle stehen hier. Ach. Eine gute Nacht, meine Liebe. Und bis gleich. So. Noch nicht. Will ich irgendwann mal nachholen. Okay. Ja. Spiel soll halt auch nicht sehr lang sein, wenn man weiß, was man macht. Kann man es in, ich glaube, 4,5, 5 Stunden maximal durchspielen. Aber ich glaube, über diesen Punkt sind wir schon nicht hinaus, weil ich nämlich nicht weiß, was ich machen muss, so richtig gehend. Und deswegen dauert das so ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Genau, bis Freitag. Ja, bis gleich, ne? Bis gleich oder an alle anderen. Bis Freitag, genau. So, okay. Jetzt muss ich gerade echt mal überlegen, wo war der... Hier bin ich reingekommen, ne? Genau. Dann gehe ich da nochmal wieder raus und gehe nochmal zu diesem Raum, wo ich diese Steindinger da gebrauchen kann. Achso, der Olli geht auch. Habe ich gar nicht gesehen. Sorry, Olli. Auch dir eine gute Nacht. So. Karte. Ich muss... Mann, wo kommt ihr immer nur her? Euch braucht keiner und ihr stinkt nach Maggi. Sowas. Blöder Hund. Komm, steh auf. So, weg mit dir. Okidok. So, hier war das, ne? Gehen wir mal da rein. Hier war das, genau. Guck mal, richtig gemerkt. So halbwegs zumindest. Ach, hätte ich mir auch sparen können. Hier lang gekonnt. So, dann benutze ich mal diesen Block. Wo auch immer er gerade ist. Zweiköpfiger Wolf. Ah, okay. Wolf. Wolf war auch das Vorletzte. Du hast einen zweiköpfigen Wolf platziert. Ah. Den habe ich direkt instant richtig platziert, auch wenn ich gar nicht mehr wusste, dass der da hinkommt. Beziehungsweise auch wenn ich das jetzt nicht, ne, gedacht hätte, dass der da reinkommt. Aber okay, also hätte eher gedacht, dass man sich nochmal aussuchen kann, was man machen kann. Aber gut, ja, offensichtlich direkt, ja, platziert, da wo er hin soll. So, wo war der nochmal? Ne, das war nur in diesem Raum drin. Okay, da waren wir ja schon drin und haben schon geguckt. Testlaborschlüssel, Testlaborschlüssel. Können wir den aber wahrscheinlich nicht hier irgendwo benutzen, weil... Nee. Wir müssen da... Ah ja, okay, das war wahrscheinlich irgendwo oben. Ich muss nochmal gucken. Ne, ich geh nochmal raus. So, okay. Oder komme ich jetzt hier rein? Ne, der ist auch abgeschlossen, ne? Huch, Entschuldigung. Hä, doch, jetzt komme ich auf einmal rein? Eben bin ich noch nicht reingekommen. Oh, guck mal. Hier ist eine riesige Uhr an der Wand. So große Uhren gibt es auch nur hier. 0:20, 27.10, 25, 22. Kann ich nichts mitmachen. So, aber ich hätte gerne diesen Klotz da in der Mitte. Ich hätte... so, da muss ich hin. Leider auch schon wieder. Gute Nacht und noch viel Spaß. Dankeschön. Auch dir, Marcel, eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Schlaf gut. So, ah, guck mal. Ah, hier ist das also. Verstehe. So, wir nehmen den Klotz mit. Du hast einen zweiköpfigen Adler. Mir fehlt jetzt eigentlich noch der dreiköpfige Affe. Das ist hier wieder das Bild von dem Dr. No, oder wie er hieß? Dr. Lem. 2520. Kann ich nichts mitmachen? Okay. Kann ich hier an seinem Schreibtisch irgendwas machen? Du siehst ein paar Notizen. Ja, dann nimm sie doch. Das Programm, von dem ich immer geträumt habe, ist endlich angelaufen. Wenn es erfolgreich verläuft, steht unserem Ziel nichts mehr im Wege. Wir werden den Verlauf der menschlichen Geschichte verändern. Nein, in Wahrheit ist es das Ende der Menschheit. Sie wird der neue Gott sein. Und sie hat mich in der Tat mit ihrem schnellen Wachstum überrascht. Es ist unglaublich und übertrifft alle meine Erwartungen. Niemand kann sie jetzt mehr aufhalten. Alle
werden sich vor ihr verneigen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue, bei diesem historischen Moment dabei sein zu dürfen. Das Schicksal der Welt liegt von nun an in ihren Händen. Wir steuern auf ein neues Zeitalter zu, auf das Zeitalter des neuen Herrn der Schöpfung. Ja gut, okay. Ich habe die Chefarztnotiz von Dr. Lem. Sehr gut. Hier hinten ist offensichtlich ein Ausgang. Kann ich hinter den Schreiben? Warum kann ich denn nicht da dahinter gehen? Gut, offensichtlich muss ich da nicht hin. Wir sind jetzt da. Hier gibt es auch nochmal irgendwie einen Raum. Gehe ich doch glatt mal rein. Sah mir aber gerade aus, als wenn es da rausging oder irgendwie. Auf. Es geht raus. Wir befinden uns offensichtlich in der Stadt. Was ist das hier? Ein Mündungskapsel. Kannst du nicht nehmen. Also, wir sind hier definitiv in der Stadt. Ryan! Ryan! Schon wieder diese Stimme. Lilia. Ist das Lilia? Sie sind hergekommen, um mich zu holen. Lilia, wo bist du? Hilf mir, Ryan. Beeil dich bitte. Immer diese unpräzisen Angaben. Weiß doch keiner, was du von mir willst. Oder wo du bist. Was willst du, Frau? Komm zu mir, hilf mir, aber wo bist du? Na gut, dann gehe ich wieder rein. Wir befinden uns auf jeden Fall in irgendeiner Großstadt, in irgendeinem Gebäude, wahrscheinlich Forschungsgebäude oder was auch immer. Man weiß es nicht. So, aber wir können jetzt hier wieder raus. Warte mal. Okay, gut. Dann kann ich jetzt da reingehen und kann den Adler direkt platzieren. Wie zufrieden bist du mit den Synchronstimmen? Och, das geht. Das geht. Ist vollkommen okay. Da habe ich schon Schlimmeres gehört. So, ich muss mal gerade scrollen. Was war das nochmal? Schlange, Adler, Wolf, Waffe. Affe. So, also der Adler kommt hier rein. Zweiköpfiger Adler. So, du hast einen zweiköpfigen Adler platziert. Sehr gut. Das haben wir gemacht. Jetzt muss ich halt nur noch mal gucken, wo noch verschlossene Räume waren, wo wir vielleicht vorher nicht reingekommen sind oder ähnliches, beziehungsweise wo noch mal so ein Ding sein könnte. Müssen wir mal gucken. Finden wir aber auf jeden Fall auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde hier im Vergleich jetzt zu anderen, ich sag mal, Schlüsselrätseln von Spielen, man hat ja in sehr vielen Spielen immer diese Schlüsselrätsel, finde Schlüssel 1, Schlüssel 2, Schlüssel A, B, C, keine Ahnung, finde ich sowas besser, also von der Aufmachung her. Weil das ist halt nicht einfach nur finde einen doofen Schlüssel, sondern finde halt eben vier Teile, um irgendwas mit diesem Gerät machen zu können. Was auch immer das sein mag, das werden wir noch rausfinden. Aber wie gesagt, finde ich halt besser als so dieses 0815 Schlüsselrätsel. Ich meine, wo es passt, ne? Kann man es ruhig machen. Hier finde ich, passt es eigentlich ganz gut, dass man halt eben mal so ein Objekt finden muss. So, okay. Hier würde ich jetzt nochmal gerade schauen. Da war ich jetzt schon drin. Jetzt muss ich gerade überlegen. War ich da schon drin? Das müsste der Gang gewesen sein. Genau, in der Gang und dann hinten dieser Raum. Da waren wir jetzt schon drin. Oh, jetzt muss ich leider nochmal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ist alles etwas ähnlich. Genau, da kam jetzt hier der... Achso, da bin ich jetzt. Das ist der kleine Raum. Und was war hier hinten nochmal? Da muss ich nochmal nachgucken. War das der Raum, wo wir... Ah ja. Okay, hier war der Raum, wo ich, glaube ich, nichts Brauchbares gefunden hatte. Sieht aus wie ein Gerät für die Autopflege. Mhm. Aber ansonsten gibt es hier keine Infos weiter. Ne? Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn hier bekommen? Weiß ich nicht mehr. So, ja. War das eigentlich diese Frage auf die Synchronstimmen? War das eine Anspielung? Auf irgendein anderes Spiel, was ich erst vor kurzem gespielt habe? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich frag nur so. So, was war jetzt hier nochmal? Ah ja, hier war der. Hä?
Ja, du brauchst mir das nicht nochmal zu zeigen. Ich war hier eben erst. Alles gut. So, Schlange. Adler. Wolf und Affe. Ich bin ein Fuchs. Na, vielleicht. Vielleicht haben wir da ein klein wenig... Hä? Ja, vielleicht haben wir da ein klein wenig an die Synchronisierung von Metal Gear angesprochen. Vielleicht. Aber Metal Gear ist noch okay. Also mit Metal Gear komme ich klar in die Synchro, aber zum Beispiel Medieval oder so. Komme ich nicht drauf klar. Ist halt einfach so. Klingt halt einfach gruselig. So, okay, das haben wir. Ich würde jetzt sagen, ich... Ach, warte mal, wir haben ja hier drüben noch eine Tür da hinten in der Ecke, bei der war... So war ich noch nicht. Sie ist von der anderen Seite abgeschlossen. Sie lässt sich nicht öffnen. Okay, die geht nicht auf. Aber die hier hat ein Schloss, wie es aussieht, ne? Ach, hier war ich auch schon drin. Stimmt, hier war ich schon drin. Guck ich nochmal rein. Weil ich gerade, wie gesagt, nicht mehr weiß, was in den Räumen drin war. Ach ja, das war der Sicherheitsraum. Und hier ist ja auch noch eine Tür. Was ist da? Es ist abgeschlossen. An der Tür steht Forschungslabor. Haben wir den Forschungslaborschlüssel? Ist das der? Kontrollraum? Testlabor? Nee, es ist der falsche. Okay, also wir haben den Forschungslaborschlüssel noch nicht. Und ich brauche auch mal so langsam, aber sicher mal wieder ein bisschen Delmetor. Ich habe nur noch einen. Ich gehe mal nach oben.